Und dass hier Deutschland möglicherweise tatsächlich aktiv sich auf mögliche Kriegsgeschehen hier vorbereitet, das kann man tatsächlich halt eben auch daran festmachen, was unser guter Lauterbach mal wieder rumgeschwafelt hat in einem Interview bei der Welt. Ihr wisst ja, vor kurzem hat er halt eben noch von Hitzewelle gesprochen, dann von Intensivbetten zum Thema Corona-Pandemie und nun geht's um Kriegslazarette. Und dazu sagte er unter anderem der Welt Folgendes: Deutschland müsse sich auch für große Katastrophen und eventuelle militärische Konflikte besser aufstellen. Statt Intensivbetten sollen künftig dann wohl Lazarette aufgebaut werden. Denn, so Lauterbach, Deutschland müsse sich nicht nur für künftige Pandemien, sondern auch für große Katastrophen und eventuelle militärische Konflikte besser aufstellen. Es brauche daher klare Zuständigkeiten, etwa bei der Verteilung einer hohen Zahl an Verletzten auf Kliniken in Deutschland. Das sagt halt eben der Mann, der bis vor kurzem noch am liebsten jede zweite Klinik dicht machen wollte. Ich bin leider davon überzeugt, dass nicht nur Lauterbach, nicht nur Olaf Scholz, nicht nur Pistorius, nicht nur die gesamte Regierung, sondern möglicherweise der gesamte Bundestag absolut involviert ist und darauf eingerichtet ist, dass Deutschland möglicherweise aktiv in das Kriegsgeschehen der Ukraine eingreifen könnte. Denn solche Pläne, die hier die Offiziere hier tatsächlich miteinander kommunizieren, über 30 Minuten lang in so einer Audiodatei, die fallen doch nicht einfach nur so vom Himmel. Das ist ja schon mal völlig klar. Und ich habe einfach große Sorge, dass der Russe irgendwann wirklich auch an seine Geduldsgrenze gekommen ist und ihm wirklich der Geduldsfaden reißt. Wo soll das denn hin? Weil die Täter traumatisiert sind, weil sie desintegriert sind, weil sie labil sind, weil sie keinen Halt haben.